niemanden was. Wir kehren zurück zum Veganer-Altruismus und gucken uns diesen fantastischen jungen Mann an. Na? Will ich nochmal extra dazu sagen, der rote Panda-Bär und ich, wir mögen uns. Ich fahre zwar so aus Performance-Gründen manchmal so ein bisschen über den drüber, ja. Et Hakun, das war jetzt aber eine Lüge. Der Oder, den du vorhin angeknabbert hast, lag nicht in der Tonne. Der lag tatsächlich auf einer Art Döschen drauf. Und das ist auch in gewisser Weise ist das eine Tonne. Und ich habe mir nur ein paar Stückchen von dem Oger abgeschnitten. Dankeschön. Okay. Also der rote Panda und ich, wir mögen uns sehr gerne. Wenn ich über den drüber fahre, dann hat es Entertainment-Gründe, ja. Also ich habe nicht wirklich neulich bei seinem Kochvideo gekotzt. Und ich habe mir sogar die Zutaten gekauft, um das nachzukochen, seine Käsesoße. Also, na, wenn ich jetzt sage, um Gottes Willen, warum sperrt diesen Menschen eigentlich niemand auf einer einsamen Insel in den Kellern verließ ein, dann ist das Teil meines lyrischen Ichs. Und von daher gucken wir jetzt dieses Video. Die Kochshow fürs Herz ohne Herz, vegane Käsesoße Teil 2. Oha, ui. Hier und es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Heute werden wir den zweiten Teil der veganen Käsesoße zubereiten, beziehungsweise das zweite Gericht, das man damit zubereiten kann. So ist es besser. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Ja. Geht's los zum Intro. Geht los. Bevor ich anfange, möchte ich noch kurz ein paar Dinge erklären, die ich immer wieder gefragt werde. Und zwar... Meinst du das ernst? Was ist dieses Loch hier oben? Ich weiß nicht, ob ihr nicht in einem Haus wohnt oder so, oder ob ihr wirklich noch nie etwas so gesehen habt. Das ist so habe ich das wirklich noch nicht gesehen. Also ich kenne Löcher in der Decke, aber nicht faustgroße Löcher in der Decke. Dort hier würde eine Lampe hinkommen. So. Das Ding ist aber, ich bin kein Elektriker und habe deswegen keine Ausbildung dafür und kann deswegen keine Lampe dorthin machen, weil ich zu ungeschickt bin und mich literarisch selber elektrocuten würde. Deswegen, ihr könnt aufhören zu fragen, das ist ein Loch, wo eine Lampe hinkommen würde. Es ist aber keine Lampe drin. Aber das könnte man doch super mit dieser Käsemasse, die du ja neulich verbrochen hast, könnte man das Loch doch einfach spachteln, oder? Ich meine... Das ist doch, also wenn wir schon keinen Putz haben, den wir da reinschmieren können, dann doch einfach die Käsesoße. Ne? Haben wir das geklärt? Ich hoffe, das haben wir alle geklärt jetzt. Das Erste, was wir machen müssen, ist, ihr kennt die Käsesoße ja also schon, ihr müsst eine Käsesoße zubereiten und die dann über Nacht kalt stellen lassen, wenn ihr noch etwas übrig habt. Mhm. Ich habe das kalt gestellt. Wir packen das jetzt aus. So. Dann sieht das so aus. Lecker, leicht und bekömmlich. So, wie Mutter sie einst gemacht hat. Na, dann ist das fest. Das ist wie so, wieder wie so ein Aufstrich geworden. Oh, imagine, du weißt du, was das ist? Das ist der Himmel, wenn du komplett besoffen aus dem Club oder so zurückkommst und du hast nichts zu essen. Na, du hast nur noch Chips, so eine halbe Tüte Chips und diese Soße. Und dann bist du so breit und vollgesoffen, komplett bekifft, ne? Voll geharzt wie der Harz. Und dann sitzt du da in deiner Küche auf dem Fußboden vor dem offenen Kühlschrank und schiebst dir so viel Käsesoße, wie du kannst, auf einen Chip und schiebst den in dein Maul. Das ist diese Soße. Ihr ahnt jetzt vielleicht, was wir machen werden. Wir werden Toast Hawaii nachstellen. Da freue ich mich aber schon drauf. Oder Ananas-Schinkentoast. Ein Begriff gibt es dafür. Ich weiß nur nicht, wie das heißen soll. Ein Croque-Monsieur mit Ananas. Was wir dafür brauchen, ist Senf, geräucherter Tofu. Senf wird das übrigens korrekt ausgesprochen und ausgeschrieben. Senf. Eine Dose Ananas. So, hier. Und... Wenn ihr wirklich dachtet, dass ich selber eine Ananas schneide, dann ihr habt wohl vergessen... Moment mal, eine Ananas? Wo ist Lion? Der wird sofort anfangen, zu der Ananas zu beten. Sehe ich doch hier schon irgendwo im Hintergrund. Oh, mächtige Göttin des Mondes! Hätten wir Lion einfach mal die Dose verkauft und nicht die Frucht.
vergessen, wie der Name dieser Koch... Das ist doch eine Mandarine. Show hier heißt, ne? Zum Schluss brauchen wir dann auch noch Toast. So. Und das wären eigentlich schon alle Zutaten neben eben der... Das heißt Mostrich, geh nach Lutetia, Kadinsky. Käsesoße, die wir noch haben. Als ersten Schritt, neben dem, dass ihr eben diese Käsesoße kochen müsst am Vortag, wenn ihr da irgendwas anderes geplant habt, Räuchertofu? Müssen wir den Räuchertofu... Oh, geil, ey. Ah, Decker. Ah, Räuchertofu. So lecker. Den esse ich mit Mr. Hund einfach mal so. Mr. Hund liebt Räuchertofu. Wenn ich den schneide, der Junge, der steht in der Küche neben mir und direkt so. Der liebt das. Der würde das kiloweise fressen. Ach, guck mal, er hat sogar diesen Salt Bay gemacht. Diesen. Ach, oh, richtig schön Klaps gegeben. Scheiben schneiden, damit wir ungefähr 10, 8 bis 10 Brötchen belegen können, ne? Oder Toasts. Genau. Und das schneiden wir einfach so. Relativ dünn, es kann auch ein bisschen dicker sein, spielt keine Rolle. Es muss etwa so, geil. Dass es ganz... Schmeckt auch kalt, ne? Sag ich, wie es ist. Schmeckt auch kalt. Ganz okay, von der Dicke her. Ich hoffe dann, dass ich das auch schaffe. Umso weiter ich gehe. Jetzt so eine Art Eierschneider, das wär's, ne? Es spielt auch keine Rolle, wenn die ein bisschen unterschiedlich dick sind. Hauchdünn, ne? Der müsste die jetzt einfach so nehmen, diese kleinen Räuchertofu-Scheibchen, und auch so ins Sonnenlicht halten und so gucken, dass die Sonne so durchscheint, so ganz leicht. Vollendet, volledelte Spitzenqualität. So ein Ding, weißt du? Es gibt dann auch immer wieder eine Überraschung. Ne, Unterschiede sind ja nicht unbedingt was Schlechtes. Und für die Leute, die... Der Panther sagt so oft so, dass er schon fast was an die Klopas abgeben müsste. Die holen sich ihr Hack, glaub mir. Die holen sich ihr Hack. Die so angewidert war Danke. Wegen der Käsesoße, wie die aussieht, habe ich einen kleinen Tipp. Ihr müsst das gar nicht nachkochen. Ihr müsst das nicht mal essen. Ihr müsst auch nicht schauen per se. Das geht auch. Aber vor allem müsst ihr doch nicht euren Hass einfach rauslassen. Ich werde das jetzt noch weiterschneiden. Aber das habe ich auch schon zum Panda-Bären gesagt. Sobald man im Internet auftritt, gibt es Leute, die einen nicht mögen. Na, du kannst im Endeffekt ein Foto hochladen, auf dem du kleine süße Hunde streichelst. Irgendjemand wird schreiben, Katzen sind viel besser. Na? Und gerade wenn man so Kochvideos macht und so, dann gibt es immer Leute, die so zu Hause sitzen und ihre billig Einweg-Dosen-Ravioli mit Maggi fressen und dann ihren gourmetischen Gaumen hervorheben müssen. Also, während die so halb die Soße davon trinken. Das ist ja ekelhaft, was du hier machst, ne? Ey, sobald du im Internet irgendwie auftauchst, hassen dich automatisch Leute. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das muss der rote Panda-Bär auch noch lernen. Und dann sehen wir uns wieder. So, als nächstes brauchen wir den Toast. Das ist der hier. Ich hoffe, er hat den Transport überlebt gehabt, weil ich musste den ein bisschen reinquetschen, da ich nicht mehr viel Platz im Rucksack hatte. Naja, wir brauchen davon 20 von 21 Scheiben. Also wir brauchen die ganze Packung. Weil wir machen die geschlossen. Also wir machen die nicht offen, sondern wir schließen die wie Sandwiches dann, damit die einfacher zum Essen sind. Sandwich-Hawaii. Aber dann kommt ja gar nicht die Hitze an den Käse dran, wenn man die geschlossen macht. Dann wird es doch gar nicht, dann ist doch auch die Ananas noch viel zu saftig. Felix, grüß dich. Tim Cook. Danke. So, als nächstes müssen wir die Toastscheiben beschmieren. Und zwar, viele Leute würden jetzt Butter nehmen dafür. Jetzt kommt auch die Käsesoße, oder? Oder Margarine oder vegane Butter. Aber das trägt keinen Geschmack, deswegen nehmen wir Senf. Und den Senf machen wir jetzt darauf und verstreichen den alles schön. Senf? Auf Toast Hawaii? Senf? Auf Toast Hawaii? Mit Ananas? War ja auch nicht geizig, ne?
So, ich habe die jetzt alle bestrichen. Das heißt. Junge, das ist doch keine Marmelade, Bruder, das ist Senf. Das ist, also der hat den Toast bestrichen, als wäre es irgendwie seine Wohnzimmerwand. Wir können jetzt anfangen mit dem Belegen. Dafür nehmen wir einfach immer so zwei von unseren Tofuscheiben, die wir hatten, und packen die Okay. so drauf, damit das so eher flächendeckend ist. Okay, bisher ist Und ja, das geil. müssen wir jetzt bei jeder unteren Scheibe machen. Bisher ist geil. Räuchertofu, Senf. Ja, funktioniert. Das auch wieder 10-mal. Als nächstes müsst ihr den Ofen aufwärmen bei Umluft bis 180 Grad und Haben wir. Larry, bist du da? Wo ist mein Emote, Larry? Ich will so einen Bautzener Senf. Dieses kleine Fässchen mit dem blauen Deckel. So einen will ich als Emote. Der muss auch einfach nur Senf heißen. wenn es Ober-Unterhitze sein soll, dann 200 Grad oder 190, je nachdem, was ihr gerade, auf was ihr Lust habt. So, als nächstes. Da ist Larry. Moment, genau. Einfach nur diesen kleinen Topf mit dem blauen Deckel. Kann auch ein bisschen schräg sein und den Sehr nennst. wahrscheinlich. Packen wir ein bisschen Paprika drüber. So. Paprika. So wirklich ganz wenig, nicht zu viel. Nur so kleine Prisen immer. Ja, wunderschön. Und viele Leute werden jetzt vielleicht erschrecken, bis auf die echten OGs, die schon am Anfang an dieses Kanals dabei waren. Die echten OGs. Okay, gut, was kommt jetzt? Was wird jetzt passieren? Was könnte jetzt passieren da oben drauf? Er hat so eine andere vegane Bratensauce, die es in der Schweiz gibt, aber die wird er da jetzt ja nicht reinmachen. Jetzt. Und das Vegan Philadelphia Cheesesteak Sandwich oder Philly Nee, Cheesesteak das kenne ich Sandwich, nicht nicht. Philadelphia, Philly Cheesesteak Sandwich mitbekommen haben. Und da haben wir den Tofu, den wir zu kross gebraten haben, zuerst noch mit Matschi eingerieben bzw. geträufelt, weil das sind hydrolysierte Proteine und wenn die dann im Backofen sind, werden die diesen gebraten. Hydrolysierte Proteine? Das heißt, das können sogar Katzen essen. Gebratenen Käsegeschmack entfalten, den man kennt, wenn man halt eben Käsegerichte im Backofen macht. Und das wollen wir ja für hier. Und deswegen machen wir jetzt hier auf die Tofu-Teile noch ein wenig ein paar Tropfen Matschi drauf. Ah! Ach, das Matschi! Uah! Oh, nee! Oh, ich mag. Maggi ist echt so, ey, wenn ich sehe, wie das Leute mit Maggi kochen, da kriege ich echt einen zu viel. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und das Zweite ist auch super irrational, ne? Vincent mag keine Pferde, ich mag Matschi überhaupt nicht. Das irgendwie, da rollt sich in mir irgendwas zusammen. Das kann ich auch nicht erklären. Als nächstes kommen die Ananas drauf, die kennt ihr schon. Und was ihr auch kennt. Okay, jetzt wird also, es ist ein richtiges Kifferessen, ne? Also er macht jetzt Senf, Räuchertofu, Maggi. Ananas und dann kommt auch noch Käse. Oh Gott, da ist es, da ist es. Es soll nicht Bautzner heißen, es soll Senf heißen. Da ist es ja. Kannst es bitte umbenennen einfach in Senf. Aber es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Von einem früheren Video sind diese Laschen. Und die können wir jetzt auch einfach wieder so klack aufmachen und dann rausziehen. Und den Saft saufen. Na, das gibt's dann auch noch. Dass Leute, die sagen, was machen wir mit dem Wasser von der? Das sauf ich jetzt hier, das schütt mal in ein Glas. So wie mit die Mandarinen. So. Perfekt. So, und als nächstes müssen wir halt die Ananasscheiben aus der Dose aufs Brot machen. Da sind genau 10 Dosen, 10 Scheiben drin. Deswegen können wir das einfach so schön drauflegen. Okay, ja, das ist also. Da ist man sich jetzt auch ein bisschen nicht zu schade. Ne? Da will man aber auch ein bisschen provozieren. Und haben dann auch nichts, was wir verschwenden müssen. Boah, das ist so ein Kifferessen. Ne? Ich weiß nicht, ob in der Schweiz Kiffen legal ist. Müsste ich mal nachfragen. Aber wenn es legal wäre, ne, der rote Panda-Bär könnte einfach durch so eine Party halbgebackener Jugendlicher durchgehen und einfach sagen, 80 Franken. Und die würden es nehmen. Würde ich es essen? Ich würde es auf jeden Fall probieren. Ne? Ich würde es auf jeden Fall probieren. Wahrscheinlich ist es diese ganz abstruse Mischung aus süß,
süß, säftig. Säftig nenne ich das einfach mal. Dass es am Ende irgendwie geil macht. Oder so. Kifferessen, das gab es bei mir als Kind. Oha. Sorry, Bruder. Und jetzt kommt die Käsesoße. Wow. Das ist, also wenn er da jetzt, da fehlt noch so ein Stück Schokolade oder so. Und am Ende, Bruder, streuen wir hier noch so eine Handvoll Schokolade drüber. Ui. Ui, 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 ui. Oh, nicht so schnell. Ui, ui, ui. Die ich ja schon gezeigt habe ein bisschen. Und diese Konsistenz hat. Und das können wir jetzt einfach. Hier und Chili, ja. Und dann wird's frittiert. Über die Ananas packen. Was ich auch bemerkt habe in den Kommentaren, das ist der zweite Teil, dass viele Sachen, Leute sagen, dass mein Kochen eklig aussieht. Aber dieser Kanal ist die Personifizierung von Trust the Process. Es muss ja, aber da muss ich ihm auch recht geben. Also Essen, auch wenn man Essen fotografiert, sieht auch scheiße aus, ne? Also Essen filmen sieht scheiße aus, Essen fotografieren sieht scheiße aus. Die meisten Leute, die Essen fotografieren was komplett anderes. Also wenn man dann so ein, keine Ahnung, du hast da irgendwie so einen Salat in so einer Zeitung, das ist alles falsch. Das ist irgendwie Plastik mit Zucker bestreut, mit Granulat überschüttet und so weiter. Das ist einfach, das kann nicht gut aussehen. Am Anfang nicht gut aussehen, es muss am Anfang auch noch nicht schmecken. Es muss nur am Ende was dabei rausschauen, was man essen kann. Ich werde die jetzt noch weiter befüllen hier. Oh Bruder, weißt du, was jetzt kompletter Abschuss wäre? Wenn er das jetzt so in den Sandwich-Toaster reintut. Deshalb macht er die geschlossen. Der faltet die jetzt und haut die in Sandwich-Eisen. Oder, bitte mach das. Oder ja, ein Opti-Grill, egal was. Oder halt dieser dreckige Sandwich-Grill, den man in der WG hat, der nie sauber gemacht wird, der immer mal hinter den Schrank fällt und alle paar Jahre findet den jemand und sagt, geil, lass mal Sandwich machen. Oh, da ist ja noch der ganze Dreck vom letzten Mal drin. Egal, ist gut für den Geschmack, ne? Oh. So, und jetzt können wir das. Hast schon gesehen, dass er einen Ofen vorgeheizt hat. Qualmet, mach mir nicht meine Träume kaputt. Zuklappen. Und dann kann das auch schon in den Ofen für 15 Minuten. Dario, wenn du noch da bist, mach das bitte nochmal, aber im Sandwich-Toaster. Ich flehe dich an. Wirklich, wenn dir unsere Freundschaft irgendwas bedeutet, bitte. So, das kommt jetzt in den Ofen für 15 Minuten. Ist auch ein Portionchen, ne? Hey Siri, stelle einen Timer von 15 Minuten. 15 Minuten. Der Countdown läuft. Das Wort zum Wochenstart. Und währenddessen wir jetzt hier warten, können wir natürlich die Zeit auch nutzen, um ein bisschen zu reflektieren, wie wir uns so verhalten allgemein im Leben mit verschiedenen Situationen. Ob es wirklich nötig ist, jedes Mal seine Meinung kundzutun, beziehungsweise Meinung, oder ist es am Ende doch nur Hass, dass man in sich aufgestaut hat und irgendwo rauslassen muss. Ich verstehe, dass momentan schwere Zeiten sind, allgemein, und dass man frustriert ist. Und es braucht manchmal Orte, wo man das einfach rauslassen kann. Ich verstehe das. Ihr könnt das auch hier machen. Ihr könnt das auch unten in den Kommentaren euren ganzen Frust rauslassen. Sei es durchs Kochen, sei es durch das Weltgeschehen. Solange es keine Menschenfeindlichkeit ist oder sonstig. Also, das beherzt ihn ja offenbar wirklich. Dass Leute da seinen Humor oder so nicht verstehen. Ich würde denen gar nicht so viel Raum geben. Aber wenn einen das beschäftigt, kann ich verstehen, dass man da irgendwie versöhnlich sein möchte. Armer Dario. Schwachsinnige Ideologien, die er verbreitet. FDP, könnt ihr das machen. Aber bringt es euch dann auch wirklich was, ist die andere Frage. Oder müsst ihr anders lernen, damit umzugehen? Müsst ihr vielleicht aktiv werden? Müsst ihr vielleicht euch für etwas einsetzen, was euch wichtig ist? Die Frage kann ich nur euch stellen und die Frage könnt auch nur ihr euch selbst beantworten. Ich für meinen Teil muss selber auch lernen, damit umzugehen. Und ich bin noch weit weg davon. Deswegen, ich verstehe. Und auch hier muss man wieder sagen, trust the process. Ne?
Naja, wir warten und gleich sind die 15 Minuten auch vorbei und dann können wir uns leckere Toast Hawaii reinfeuern. So, sind die frisch aus dem Ofen. Oh, guck dir das an. Ui. Oh. Oh, ich sag's, wie es ist, ne? Ich meine, ich habe heute eine Leiche gegessen und eine verwelkte Ananas. Aber das würde ich essen. Das würde ich schon essen. Dazu wie die obligatorischen zwei, drei Dosen Bier in den Hals und dann aber, ui, inklusive verbranntem Gaumen. Das sieht doch schon wunderbar aus. Jetzt halbieren wir das gute Stück mal. Oh, da ist der Senf. Chat, ich glaube, Senf ist da. Ah, da ist er. Da ist er, der Senf. Hui. Danke, Larry. Ja, und so sieht das dann aus in der. Boah, so, und jetzt müssen wir überlegen. Wir haben da eine Ananas in süß, deftig, also säftig, deftig. Die Käsesoße, dazu der Toast Hawaii. Oh, doch, doch, das würde ich mir reinziehen. Also, das würde ich mir schon geben. Bevor ich da ehrenlos quasi am Kühlschrank die Käsesoße ausschlabber, das würde ich schon essen. Doch, 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 doch. Kann man machen, ne? Querschnitt. So, probieren wir das doch. Das sieht auch wirklich gut aus. Also wie so ein Toast Hawaii oder Hawaii Toast halt aussehen soll. Ja, und probieren wir mal, ne? Das ist schon geil. Das ist richtig geil, wirklich. Ich habe ein bisschen Dreck. Der Trick mit dem Matschi hat perfekt funktioniert. Das hat diese angebrannte, käsige Note, die man kennt, wenn man den Tierleitskäse verwendet. Das ist aber wirklich perfekt, wunderbar, super. Hopp. Ja, das war's auch schon wieder mit der einzelveganen Kochshow mit realistischen Maßstäben. Mir hat das sehr geschmeckt, was ich hier gekocht habe. Ich hoffe, ihr kocht das nach und es wird dann auch so gut sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt auch einen Daumen hoch. Und lasst euch nicht unterkriegen, Ui, egal wie schwer es gerade ist. war schon 500 Likes auf dem Video, mein lieber Scholli. 900 Aufrufe, 500 Likes, das ist ja ein absoluter Banger. Ja, liked mal bitte mit, das ist ja richtig viel. Das Ganze, es wird wieder besser, bestimmt. Ich glaube da an uns alle irgendwo durch noch. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, die einzige vegane Kochshow mit realistischen Maßstäben. Tschüss. Stark. Und auch hier muss man wieder sagen, YouTube, na? Ihr habt das jetzt verpasst, ihr wart da jetzt nicht dabei, aber ihr konntet es quasi aufgewärmt, so wie die Käsesoße aus Teil 1, quasi auf YouTube genießen, ne? Frisch gekocht, wird aber nur auf Twitch. Also kommt ihr auf Twitch. Ist eh viel cooler hier, ne? Wir haben so viele neue Leute hier alleine heute, dass ich mich frage, wie abgefahren das eigentlich ist. Und macht's gut, YouTube. Bis bald auf Twitch. Tschüss.